Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir machen jetzt endlich das Update-Video zum Thema Threadripper Direct Die. Ich weiß, das Video, die Thematik ist schon ein bisschen älter. Tatsächlich ist ein halbes Jahr vergangen, seitdem wir das erste Mal probiert haben. Und es gab einfach so viele Projekte zwischendrin, dass ich keine Zeit hatte, das Thema wieder neu anzugehen. Ich habe viele Kommentare von euch gelesen und jetzt machen wir das endlich. Ich habe mir auch überlegt, woran das Ganze gescheitert ist, sein könnte und wie wir das Ganze jetzt angehen können, damit es hoffentlich funktioniert. Kurzes Recap zum letzten Video. Wir haben die Threadripper CPU geköpft, also wir haben den Heatsweat abgelöst. Das Ganze haben wir gemacht, indem wir erst außenrum geschnitten haben mit einer Rasierklinge. Dann haben wir das Teil erhitzt und dann, als das Lot flüssig war, das Indium, haben dann letztendlich diesen Wasserkühler von Heatkiller bzw. Watercool Heatkiller haben wir dann montiert. Das hat soweit auch funktioniert. Wir mussten vorher aber auch noch den ILM, also den Halterahmen von dem AMD Threadripper Sockel hier ein bisschen abflexen, damit das Ganze funktioniert hat. Und dann war es letztendlich so, dass die Temperaturen im ersten Schritt viel, viel schlechter waren als Stock. Wir hatten die CPU übertaktet auf 4,3 GHz, 1,4 Volt. Dabei hatten wir Stock 85 Grad Celsius circa unter Last beim Cinebench R20. Und nachdem wir die geköpft haben, im ersten Moment konnte ich nicht mal noch das laufen lassen, weil die CPU instant überhitzt ist und es lag wahrscheinlich einfach am Anpressdruck. Dann haben wir versucht, den Anpressdruck ein bisschen zu verbessern, zu erhöhen und haben Liquid Metal neu aufgetragen. Hat so ein bisschen bedingt geholfen, aber war dann am Ende nicht besser als Stock. Und das werden wir versuchen, in diesem heutigen Video zu verbessern oder um ein für alle Mal ausschließen zu können, ob man Threadripper Direct Die tun kann oder nicht. Sollte, sage ich absichtlich nicht, weil ich sage direkt vorab, man sollte es einfach nicht tun, weil der Aufwand immens ist. Sockel abflexen, diese ganzen Sachen, selbst wenn euch das 5 bis 10 Grad Celsius bringen würde in der Theorie, würde ich das auf jeden Fall zu Hause nicht nachmachen. Deswegen machen wir das hier, damit ihr es zu Hause nicht machen müsst, um eure 2000 Euro CPUs oder was auch immer ruinieren zu müssen. Das mache ich gerne für euch. Und damit würde ich sagen, legen wir eigentlich auch los. Und hast du schon was gefunden? Ich glaube, ich nehme einen anderen aus Becher. Eine gute Entscheidung. Was machst du da? Ich muss einfach das hochladen. Hä? Hat dein Laptop hier Internet? Ja, ich glaube, mich einfach ins WLAN ein hier. Das Team hat ein letztes Mal schon. Ich habe dir letztes Mal schon gesagt, du sollst dich nicht ohne VPN in öffentliche Netze einloggen. Surfshark, wenn du verhindern willst, dass deine Freundin dich in der Öffentlichkeit stehen lässt. Mit Surfshark könnt ihr eure Privatsphäre in öffentlichen Netzwerken schützen, egal ob Restaurant, Hotel oder auf Reisen. Wenn ihr viel verreist, werdet ihr Surfshark mit den über 1000 Servern weltweit zu schätzen wissen. Ihr könnt euren Standort jederzeit simulieren und verändern, was auch der Grund ist, weshalb wir sehr gerne einen VPN für unterwegs verwenden, um weiterhin Dienste wie Netflix nutzen zu können. Gleichzeitig könnt ihr unerwünschte Werbung blockieren, Kreditkarteninformationen schützen, Zensur umgehen oder online bessere Deals beim Preisvergleich erhalten. Verwendet den Code der Bauer, spart damit 83% und erhalte gleichzeitig 3 Monate gratis dazu. Bei Nichtgefallen gibt es auch eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Mehr erhaltet ihr über den Link in der Beschreibung. Hier haben wir den Wasserkühler übrigens von unten. Das Flüssigmetall ist immer noch drauf. Das hat euch ein bisschen verwischt, als ich die CPU abgenommen habe, weil die CPU klebt logischerweise dann auch unten am CPU-Block dran, was ein bisschen unschön ist und auch schnell dazu führen kann, dass man den Sockel ruiniert. Deswegen auch einer der Punkte, warum ich es nicht unbedingt nachmachen würde. Jetzt machen wir erstmal kurz das Teil hier sauber, reinigen das ordentlich vom Flüssigmetall. Für Flüssigmetallentfernung eignet sich eigentlich immer Aceton. Wir haben dafür übrigens von Thermal Grizzly aus jetzt auch einen speziellen Reiniger gemacht. Der ist vor allem für Flüssigmetall gut, eignet sich aber generell sehr, sehr gut, um alle Wärmeleitpasten zu entfernen. Ist aktuell noch nicht verfügbar, wird aber sehr bald verfügbar sein. Flüssigmetall hinterlässt natürlich immer ein bisschen Spuren, das ist klar, aber ich denke mal, dafür, dass es jetzt 6 Monate montiert war, ist es eigentlich ganz ordentlich. Ging mit dem Reiniger eigentlich relativ gut weg. Hier haben wir jetzt den Heatsweater, den haben wir ja entfernt und dementsprechend sitzt der Kühler jetzt ja auch dichter auf der CPU. Also wenn wir den hier montieren, dann sitzt der Kühler um die Höhe des Heatsweaters tiefer. Jetzt messen wir den mal kurz aus, das ist nämlich gleich wichtig.
Da haben wir eine Höhe von ca. 3,1 mm. Was das Thema Anpressdruck betrifft, haben wir natürlich den limitierenden Faktor von unseren Schrauben. Die kommen letztendlich hier oben in den CPU-Block rein. Und wenn der 3 mm niedriger sitzt, dann haben die deutlich weniger Anpressdruck. Weil wenn wir uns die mal so anschauen, wenn wir die Feder hier runternehmen, dann sieht man, ist hier ein Anschlag dran. Das heißt, man kann die in den Sockel reinschrauben, aber wenn der Kühler 3 mm niedriger sitzt, dann spielt das keine Rolle. Man kriegt die Schraube 3 mm weiter nicht rein. Und deshalb habe ich mir gedacht, gehe ich zu Case King und laser mir aus 3 mm Acryl kleine Distanzscheiben, die ich hier unterlegen kann. Und dann kommt es zumindest mal, was den Federweg betrifft, auf die gleiche Höhe wie im Original. So sieht das Ganze jetzt aus. Also hier haben wir diese Acryl-Distanzscheiben. Die kommen jetzt hier in diese Löcher rein. Und in die Löcher kommen ganz normal die Schrauben wie vorher. Und die sitzen jetzt eben 3 mm höher als original. Aber der Abstand letztendlich unten zum Sockel wird der gleiche sein wie im Originalzustand. Und dementsprechend sollte eben der Anpressdruck gleich sein. Und das werden wir dann probieren. Dann haben wir aber auch noch das Problem, wenn wir den Wasserkühler montieren, dann liegt er ja nur hier auf den Chips auf. Übrigens, viele haben sich das gefragt, die Chips hier außen und der große IO-Die im Zentrum, die haben alle genau die gleiche Höhe. Also die Chiphöhe ist überall gleich, daran liegt es auf jeden Fall nicht. Aber es ist jetzt eben so, normalerweise verteilt der Heatspreader auch hier außen, wo die Klebestellen sind, vieles von der Kraft vom Sockel eben auf die Außenseiten. Und das passiert jetzt logischerweise nicht mehr. Das bedeutet, wir haben viel Kraft im Zentrum, aber außen gar nichts mehr. Und jetzt habe ich mir gedacht, die müssten eigentlich um die 0,8 mm hoch sein. Das werden wir gleich nochmal nachprüfen zur Sicherheit. Und deswegen werden wir hier so ein paar Stellen und hier an der Seite mit einem 1 mm dicken Wärmeleitpad, nehmen einfach so ein Wärmeleitpad hier, 1 mm schneiden wir uns zu und das legen wir hier so außen ein bisschen lang. Das ist ja kompressibel, also das kann man relativ einfach zusammendrücken und dementsprechend sollte sich das gut anpassen und dann vielleicht auch ein bisschen Anpressdruck noch auf die Seiten ausüben. Vielleicht hilft uns das bei dieser ganzen Problematik, dass wir RAM-Kanäle verloren haben. So, wir werden jetzt erstmal kurz die Platinenhöhe von der CPU ermitteln, weil das brauchen wir, um dann festzustellen, wie hoch die Chips sind. Das machen wir ganz einfach an der Ecke, wo kein Kleber da ist. Sehen wir, die Platinenhöhe ist ja ziemlich genau 2 mm, 2,07 mm. Und jetzt haben wir hier die Höhe von einem der Chips, von einem der CCDs. Da sind wir bei 2,93, also kann man jetzt sagen, ungefähr 0,8 mm haben wir Chiphöhe bei einem der CCDs an der Seite. Und nur, um euch das nochmal zu demonstrieren, jetzt haben wir hier den IO-Die in der Mitte und der liegt bei 2,92 mm, also quasi identisch zu den anderen und damit bestätigt, dass die Chips alle die gleiche Die-Höhe haben. Ich habe hier übrigens noch was Interessantes, das werden wir zum Schluss noch testen und zwar habe ich hier eine Vapor Chamber, die habe ich bei QuickCool gekauft, also so ein Shop, da kann man Heatpipes und sowas bestellen, das ist ein Shop aus Deutschland. Und interessanterweise ist es von der Größe her einigermaßen so, als würde das auf den Threadripper passen und hat eine Höhe von 3 mm, was unserem originalen Heatsweather entspricht. Bedeutet, wenn wir vielleicht Probleme haben und kriegen das gleich mit dem normalen Direct Die nicht hin, oder selbst wenn wir es hinkriegen, würde ich sagen, wir probieren das zum Schluss mal aus, weil gegenüber dem normalen Heatsweather, der jetzt ja einfach nur Kupfervollmaterial ist, ist das hier eine Vapor Chamber und das ist quasi wie eine riesen Heatpipe und die sollte die Hitze relativ gut verteilen. Ich weiß leider nicht, was die maximale Wärmeableitung von diesem Teil ist und wie die Performance von dem Ding ist, ob das überhaupt 200 Watt übertragen kann. Aber das werden wir zum Schluss noch ausprobieren. Jetzt schneiden wir erstmal die Wärmeleitpads zu, dass die auf die Platine passen und dann versuchen wir das Ganze wieder zu montieren. Der Kleber lässt sich übrigens wunderbar mit so einem defekten 9900K abkratzen, also mit der Kante von der Platine. Was sonst soll man damit tun?
So sieht das Ganze jetzt aus mit den Wärmeleitpads drauf und jetzt muss Flüssigmetall noch neu auf die Chips. Dann kommt das Ganze in den Sockel und dann funktioniert es hoffentlich. Hier haben wir jetzt unser Board. Ihr werdet euch wahrscheinlich erinnern vom letzten Mal. Hier haben wir den originalen Halterahmen abgeschnitten. Also der ist hier quasi nicht mehr vorhanden. Und dann erstmal Sockelcover raus. Ist auch immer so ein Ding. Da habe ich auch mal Angst, ob ich irgendwelche Pins verbiege dabei. Und CPU zurück in den Sockel. Wie ihr sehen könnt, der Kühler hat schon frisches Flüssigmetall drauf. Den drehen wir jetzt um und werden ihn ganz vorsichtig auf die CPU setzen, in die richtige Position. Und dann kommen eben die Distanzscheiben drauf. Dann kommen jetzt die ganzen Distanzscheiben überall hin. Soweit ist jetzt schon mal alles montiert. Ihr seht, RAM-Riegel sind drin, Grafikkarte ist drin, allerdings noch keine Wasserkühlung angeschlossen. Falls ich das Ganze demontieren muss oder falls irgendwas nicht passt, ist es so ein bisschen einfacher. Wir schauen jetzt einfach mal, ob das Ding startet. Also startet schon mal, sehr gutes Zeichen, geht fleißig durch die Codes durch. Sieht soweit erstmal gar nicht so schlecht aus. Bildsignal ist da. Ich werde es jetzt auch nicht in die Länge ziehen, werde Wasserkühlung montieren und dann schauen wir weiter. Sieht gut aus, RAM ist da. Der große Moment ist da. Soweit funktioniert erstmal alles. Also Grafikkarte wurde erkannt, RAM-Sticks wurden alle problemlos erkannt, also dementsprechend schon mal ein Fortschritt gegenüber letztem Mal. Aktuell ist die CPU jetzt erstmal nicht übertaktet, weil letztes Mal war es ja, nicht gut übertaktet. Und wir schauen uns jetzt erstmal Stock an. Schauen wir erstmal Stock, ob die Temperaturen irgendwie besser geworden sind. Was schon mal sehr, sehr gut ist gegenüber letztem Mal, damals war es ja noch eine ältere Hardware-Info-Version von einem halben Jahr, jetzt haben wir hier Temperaturen der verschiedenen CCDs. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, was mich auch ein bisschen irritiert, weil ich sehe hier CPU-Temperatur Maximum 75 im Moment und dann CCD 1 60, 41, 46, 43. Woher kommt die Maximaltemperatur hier? Das ist mir nicht ganz klar. Ja, das war kein gutes Zeichen. Probieren wir jetzt nochmal Cinebench R15 aus, der ist ja ohne AVX. Vielleicht funktioniert es damit. Schauen wir mal, wo die Temperaturen hingehen, aber generell, die Temperaturen sehen echt nicht gut aus. Ja, das ist wirklich, wirklich schwierig. Also ich habe jetzt noch 3-4 Mal probiert und habe die Schrauben nochmal gelockert, habe die Schrauben nochmal angezogen. Trotzdem funktioniert es nicht. Ich würde sagen, wir nehmen mal den Block ab und schauen uns mal so den Abdruck an. Vielleicht haben wir zu viel Wärmeleitpad drauf oder ich habe keine Ahnung. Es wird langsam wirklich schwierig. Man sieht hier am Rand auf jeden Fall relativ gut die Abdruckfläche vom Kühler, also wenn man so ein bisschen schief hält. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Auf jeden Fall, man sieht so ein bisschen Abdruckstellen, das heißt, Wärmeleitpad wurde auf jeden Fall komprimiert, lag auch nicht überall auf. Anpressdruck war jetzt nicht wirklich das Problem, aber Temperaturen waren echt nicht gut. Aber Kontakt so zur CPU hat gepasst, also alle hatten guten Kontakt mit Flüssigmetall. Man kann definitiv sehen, an welchen Stellen die CCDs Kontakt zum Block hatten. Also Abdruck von allen 4 CCDs und dem IO-Die ist gut vorhanden. Also man kann sagen, der Abdruck war auf jeden Fall da, also der Kontakt war da. Daran kann es eigentlich auch nicht liegen. Probieren wir es noch ein letztes Mal. Ich habe jetzt das Wärmeleitpad von hier und hier entfernt. Vielleicht hat es einfach ein bisschen zu viel Anpressdruck aufgenommen. Schauen wir mal, ob das so funktionieren kann. Mittlerweile einen Tag später, aber ich mache Fortschritte. Also nicht so sehr, was die Temperatur betrifft. Das ist immer noch jetzt semi-geil. Aber ich habe angefangen zu testen, welcher Die... Falls ihr gerade ein bisschen Lärm im Hintergrund hört, dann ist das übrigens, weil Chic fleißig am Spielen ist, was ich ganz praktisch finde, weil dann kann ich in Ruhe Video drehen. Sie liebt dieses Teil, diesen Ball, der so ein bisschen leuchtet. Sitzt jetzt schon eine halbe Stunde dran. Ja, so ist das schön.
Ich habe angefangen zu testen, welcher DAI was ist, weil es ist für mich sehr schwierig, wenn ich das draufpacke und sehe, okay, einer von den CCDs hat extrem schlechte Temperaturen, dann ist es manchmal schwer nachzuvollziehen, welcher ist das. Das heißt, ich habe angefangen zu testen, welcher von denen ist von der Position was in Hardware Info. Das könnte auch interessant sein für Threadripper-Besitzer. Das heißt, wenn ihr irgendwie euch wundert, welcher von meinen CCDs ist warm, dann werden wir das jetzt klären. Ich weiß schon, dass das hier unten CCD 1 ist. Ich zeige es euch einfach mal kurz Close-Up, dann könnt ihr das ein bisschen besser sehen. Könnt ihr jetzt hier sehen, also DAI 1, da bin ich mir hundertprozentig sicher, weil der lief einmal sehr, sehr warm und da war fast kein Flüssigmetall drauf. Dann habe ich das Flüssigmetall wieder draufgepackt, dann war die Temperatur wieder gut. Hier hinten bei dem bin ich mir nicht sicher, ob es 3 oder 5 ist. Da habe ich einmal das ein bisschen runtergemacht und dann wieder draufgepackt. Dann haben sich die Temperaturen verbessert, bei aber 3 und 5. Das heißt, hier bin ich mir noch nicht sicher. Jetzt werde ich mal das Flüssigmetall von diesem hier abwischen und von diesem, also von diesem oder von diesem. Und dann schauen wir, welche Temperaturen schlechter geworden sind, packen es dann wieder drauf, Flüssigmetall, schauen, wo es sich verbessert hat. Dann finden wir vielleicht raus, welcher davon DAI 7 ist und dann im Ausschlussverfahren sollten wir das dann eigentlich rausfinden. So sieht das dann aus. Also ihr seht, einer von denen ist quasi nicht bestrichen mit Flüssigmetall, die anderen schon. Bauen wir mal ein und schauen, welcher hoffentlich schlechte Temperaturen hat. Ich habe für den Test übrigens Flüssigmetall auf dem Wasserkühler draufgelassen. Also es ist auf jeden Fall noch Flüssigmetall da, aber wenn das auf dem DAI nicht voraufgetragen ist, ist der Kontakt in der Regel deutlich schlechter. Das ist natürlich mit einem dezenten Risiko verbunden, denn wenn so ein DAI wirklich gar keinen Kontakt hat und man gibt eine Last drauf, dann kann in der Regel auch der thermische Schutz der CPU nicht viel weiterhelfen, weil die sich so schnell erhitzt. Der DAI, der wiegt 0,3 Gramm oder sowas. Das ist keine Masse, das brennt sofort durch. Deswegen ist es mit einem dezenten Risiko verbunden, würde ich euch nicht immer unbedingt empfehlen. Aber es gibt nicht wirklich andere Methoden, dass wir das jetzt vernünftig testen können. Oder könnten wir die DAIs abschalten und es so testen? Vielleicht auch ein Weg. Muss ich mir mal überlegen. Perfekt. Wir haben genau das erreicht, was wir testen wollten. Man sieht es hier, CCD5. Hallo Chic. Wir werden mal kurz Cinebench R15 laufen lassen. Und dann seht ihr direkt, dieser DAI hier ist extrem viel wärmer als alle anderen. Und damit können wir auf jeden Fall sagen, dass der, den wir gerade getestet haben, wo wir Flüssigmetall abgewischt haben, das ist CCD5. Sehr gut. Damit wissen wir jetzt, das hier ist DAI Nummer 5. Und weil wir hier Ausschussverfahren hatten, hier wusste ich vorher nicht, ob es 3 oder 5 ist, dann wissen wir, dass das hier die 7 ist und das hier drüben ist auf jeden Fall die 3. Und jetzt, da wir das wissen, kann ich versuchen, das nochmal 10, 15, 20 Mal zu montieren, um zu versuchen, irgendwann die perfekte Montage hinzubekommen, dass alle DAIs guten Kontakt haben mit Flüssigmetall. Vielleicht kriegen wir dann gute Temperaturen hin. Also ich habe jetzt wirklich ungelogen den Kühler minimum 10 Mal nochmal montiert und es ist einfach unmöglich. Also ihr seht es, ich mache jetzt nochmal ein Cinebench, schaut euch die Temperaturen an. Das ist halt, ja, das ist sowas von dem Grenzbereich, dass die CPU sich gleich abschaltet. Das kann man eigentlich nicht verwenden. Ich bin wirklich ein geduldiger Mensch und ich gebe auch nicht so schnell auf. Deswegen, ich habe über die letzten 24 Stunden bestimmt 50 Mal den Kühler montiert. Aber wenn es nach 50 Mal einfach nicht funktioniert, dann manchmal muss man einfach auch sagen, manche Dinge funktionieren nicht. Wir werden jetzt zum Spaß noch zum Schluss das mit der Vapor Chamber probieren. Probieren wir einfach aus, packen das Ding drauf, sehen, ob sich da irgendwas tut. So sieht jetzt die Vapor Chamber aus. Das kennt ihr wahrscheinlich von relativ vielen GPU-Kühlern. Die haben die Teile öfter mal verbaut. Das sollte die Unterseite sein. Also die machen wir jetzt nochmal kurz sauber. Flüssigmetall auf die ganze Fläche einfach und dann kommt es hier oben drauf. Sollte sich auch relativ gut fixieren lassen mit den Wärmeleitpads hier auf der Seite. Rückseite ist auch einfach Flachkupfer. Da, wenn wir das hier oben drauf haben, kommt auch nochmal Flüssigmetall drauf und das kommt dann auf den CPU-Kühler. Thank you.
Das Praktische ist jetzt natürlich, dass wir die Distanzscheiben nicht mehr brauchen, weil die Vapor Chamber natürlich ungefähr die gleiche Höhe hat wie der Heatspreader. Damit ist die ursprüngliche Montagehöhe wieder gegeben. Und damit kommt jetzt die Stunde der Wahrheit. Lassen wir nochmal Cinebench F15 laufen. Und werfen wir einen Blick auf die Temperaturen. Die sind gar nicht so schlecht. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Interessant. Also ich hätte es nicht gedacht, dass es irgendwas bringt. Das sieht ja besser aus als die Direct Dye mit dem Direktkühler. Sehr, sehr interessant. Und damit ein erneuter Versuch, quasi zurück zum Start. Die CPU läuft wieder bei 4,3 GHz, 1,4 Volt. Das, was wir im ursprünglichen Pre-Testing gemacht haben, beim ersten Direct Dye Video. Jetzt werden wir schauen, ob das mit der Vapor Chamber funktionieren kann oder ob das vielleicht auch totaler Murks ist. Stock sah ja ganz gut aus. Ja. Das war knapp. Das war knapp. Damit würde ich sagen, wir haken das Thema Threadripper Direct Dye endgültig ab. Wir haben wirklich alles getestet, was man testen kann. Ich habe mir wirklich sehr viel Zeit dafür genommen. Ich denke, es funktioniert einfach nicht. Es macht einfach keinen Sinn. Der Heatspreader, der Originale, ist schön. Ist verlötet. Drauflassen. Die CPU ist nach wie vor absolut Bombe. Ich liebe diese Threadripper CPUs, weil die Performance von denen ist einfach unfassbar gut. Auch immer interessant zu sehen mit so einer Vapor Chamber, habe ich vorher selber auch noch nie so probiert. Die ist von der Wärmeübertragung eigentlich zu klein ausgelegt. Ich glaube, die war von den Specs her irgendwo bei 150 Watt, was die quasi abführen kann durchgehend. Und der Threadripper gerade mit OC hat ja deutlich mehr. Der ist halt so Richtung 250, 300 Watt. Dementsprechend ist die wahrscheinlich auch einfach zu schwach. Ich habe leider keine größere gefunden. Also größere schon von den Dimensionen, aber nicht von der Wärmeleistung. Dementsprechend ging das leider nicht. War vielleicht auch mal interessant zu sehen. Ja, damit würde ich sagen, wir haken dieses Thema endgültig ab. Threadripper Direct Dye funktioniert nicht, wir lassen das. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.